Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. www.aok.de/nordost. Es ist das größte und längste Jedermann-Radrennen Deutschlands. Auf der Festwiese im Kulturpark Neubrandenburg laufen die Vorbereitungen für die erste Mecklenburger Seenrunde. 322 Kilometer ist die Hauptstrecke lang. Sie führt rund um Tollensesee und die Müritz über Friedland, Neustrelitz und Malchow. Das AOK-Team trifft sich am Vorabend des großen Rennevents. Noch nie haben sich die Freizeitsportler von der Gesundheitskasse einer solchen Herausforderung gestellt, die Kunden am eigenen Beispiel zu überzeugen. So lautet eine Prämisse der AOK-Mitarbeiter. Das ist zum Beispiel die Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Das beginnt jetzt wieder ab 1. Juni. Das heißt, man muss mindestens 20 Tage im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 30. August mit dem Rad zur Arbeit gefahren sein. Und das kreuzt man dann an. Und wenn man das erledigt hat, dann hat man die Chance auf einen Preis sozusagen. Zwei Stars sind auch mit an Bord. Stefan Nimke, der mehrfache Weltmeister und Olympiasieger im Bahnradsport, ist der langjährige Sportbotschafter der AOK Nordost. Das prominente Plus-Size-Modell Katharina Stahn radelt in Neubrandenburg gegen den Kinderkrebs. Leistung und Leidenschaft, das passt. Ich bin Radsportler aus Leidenschaft. Radfahren hat was mit Gesundheit zu tun, die AOK hat was mit Gesundheit zu tun. Und dadurch ist es natürlich selbstverständlich, dass ich mich dann auch für die AOK engagiere. Und wir arbeiten schon viele Jahre miteinander zusammen. Und es funktioniert einfach super. Zum ersten Mal wird in Mecklenburg-Vorpommern ein Rennen dieser Größe durchgeführt. Bei der Suche nach Partnern haben sich viele Unternehmen sofort gemeldet. Die AOK Nordost war unter den ersten. Auch von der Landesregierung erfährt die Gesundheitsleistung eine Anerkennung. Die AOK hat ein großes Interesse, möglichst viele gesunde Menschen zu haben. Und insofern unterstützt sie natürlich solche Einrichtungen. Ich bin froh, dass wir solche Sponsoren haben, die so ein Event, was ja auch mit gewissen Risiken verbunden ist, zu Beginn. Wir machen das erste Mal, unterstützt. Und ich glaube, es wird nicht die letzte Seenrundfahrt sein. Gegen 20 Uhr starten einige hunderte Radler im strömenden Regen. Trotz der Wetterkapriolen wollen sie es einfach mal erleben. 322 Kilometer durch die Nacht. Für einige hier wird die Fahrt erst am späten Abend des Folgetages enden. Im Morgengrauen hört der Regen wieder auf. Das AOK-Männerteam mit Stefan Nimke geht an den Start. Die Bahnradlegende bereitet sich in Neubrandenburg auf eine weitere Herausforderung vor. Das Race Across America ab dem 14. Juni. Ja, die Herausforderung ist einfach, dass wir durch verschiedene Zeitzonen, durch verschiedene Klimazonen fahren werden. Und das in kürzester Zeit, innerhalb von 8 Tagen. Wir haben 4.800 Kilometer vor uns liegen, von der West- bis zur Ostküste. Ja, und wir fahren rund um die Uhr, Tag und Nacht, wechseln uns ab. Wir sind ein Viererteam und die Herausforderung ist einfach, ja, den Körper so ein bisschen an seine Grenzen führen. 3, 2, 1 und los geht's! Das ist euer Start, euer Moment. Los geht's für die AOK-Radfahrer. Vor ihnen liegen 322 Kilometer am Stück in einer der schönsten Gegenden Norddeutschlands, der Mecklenburgischen Seenplatte. Kurz darauf sind auch die Damen dran. Sie müssen eine 90-Kilometer-Strecke absolvieren. Für Katharina Stahn jedoch ist es kein Scherz in jeglicher Hinsicht. Das Topmodel im Plus-Size-Bereich musste für das Rennen hart trainieren. Bei der Mecklenburger Seenrunde will Katharina für ihren Verein krebskranke Kinder in Not werben. Ich war betroffen durch einen Fall in meiner Familie, damals 2010. Das hat mich so berührt, dass ich im Prinzip für mich gesagt habe, ich möchte unterstützen, ich möchte anderen Kindern helfen. Und das war halt der Grund, der Auftakt dafür, für mich diesen Verein zu gründen. Ich möchte irgendwann halt aus diesem Verein eine Stiftung machen und des Weiteren möchte ich Therapien unterstützen, wie zum Beispiel eine Pferdetherapie mit Kindern. Weit über 2000 Teilnehmer, rund 12.000 Zuschauer und Gäste. Für Mecklenburg-Vorpommern ist die Seenrunde ein sportliches Event der Superlative. Und eine gelungene Werbung für das Land. Malerische Alleenstraßen, endlose Weiten, Wasser und Wälder. Damit punktet Mecklenburg-Vorpommern bundesweit und international.
Intakte Natur und saubere Luft sind gute Voraussetzungen für das Gesundheitsland. Naturschutz, Tourismus und Medizin haben funktionierende Netzwerke gebildet. Die AOK Nordost leistet ihren Beitrag. Die AOK ist dafür berühmt, sage ich mal, Prävention anzubieten. Das ist ja der Anfang von Gesundheit. Das heißt, jeder muss selbst Verantwortung übernehmen für seine Gesundheit. Und dort haben wir als AOK eben ganz viele Präventionskurse, eigene plus auch Drittanbieter, die wir halbjährlich anbieten und wo dann, wie gesagt, die Menschen angeregt werden sollen, eben für ihre Gesundheit selbst was zu leisten. Endlich geschafft. Die ersten Damen des AOK-Teams erreichen das Ziel nach einer mehrstündigen Fahrt. Sie haben es am eigenen Beispiel gezeigt. Bewegung hält fit und gesund. Bei der Mecklenburger Seenrunde gibt es dafür eine symbolische Auszeichnung. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. www.aok.de/nordost